Klasse zur Begleitforschung der Freiraumausschreibung der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und ja, wir sind alle gespannt auf diese ersten Ergebnisse und damit gebe ich auch direkt ab an unsere beiden Speaker, einmal Marieke Rother aus der Stiftung und Sören Krach von der Uni Lübeck. Vielen Dank, Anna. Genau, ich starte mal. Ich würde noch ein, zwei organisatorische Dinge kurz sagen, bevor wir in den Vortrag starten. Einmal ist es so, dass wir unsere Ergebnisse präsentieren und am Ende auch ein bisschen Zeit haben werden, um Fragen zu beantworten. Bitte machen Sie das nicht über die Raise-Hand-Funktion, sondern stellen Sie Ihre Fragen im Chat. Sie können das auch während des Vortrags tun. Und dann würden wir einfach am Ende uns die Fragen ein bisschen raussuchen. Und ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen auf die nächste Folie, die hoffentlich zu sehen ist. Jetzt muss ich mal hier kurz, zack. Genau, also wir, Sören Krach und ich, stellen uns jetzt gleich einmal kurz vor und dann geht es direkt in die Folien hinein, wo wir abwechselnd präsentieren werden. Wir starten dann mit einer erstmal kurzen Einleitung zu Drittmittelvergabeverfahren. Dann sage ich für alle, die noch nichts von uns gehört haben, wer eigentlich die Stiftung ist. Und dann würde ich eingehen auf die Freiraumausschreibung, wie das Verfahren gestaltet ist. Und dann übernimmt Sören Krach wieder und präsentiert erste Ergebnisse der Begleitforschung. Und am Ende gibt es noch eine kleine Zusammenfassung. Genau, vielleicht nochmal zu uns als Person. Mein Name ist Marieke Rother. Ich bin Bereichsleitung Projektförderung in der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und mein Bereich oder unser Bereich ist dafür zuständig, die Ausschreibung zu konzipieren und dann eben auch das gesamte Verfahren von der Antragstellung über die Begutachtung bis zum Fördermittelmanagement und schließlich Projektabschluss zu begleiten. Und ich gebe jetzt gleich ab an meinen Kollegen Sören Krach, den wir tatsächlich kennengelernt haben. Sören, du wirst gleich nochmal was dazu sagen, weil du was zu Losverfahren publiziert hast. Und da wir schon so mittendrin in unserem Losverfahren steckten, fanden wir das spannend, uns mal da zu verbinden. Und genau, vielleicht möchtest du dich auch einmal kurz vorstellen. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Hallo in die Runde. Mein Name ist Sören Krach. Ich bin Professor für Soziale Neurowissenschaften an der Universität zu Lübeck und beschäftige mich neben dem Thema der sozialen Neurowissenschaften, über das ich heute nicht sprechen werde, dem Thema Open Science. Ich bin Mitglied der Open Science Initiative in Lübeck. Und im Rahmen dieser Open Science-Initiative beschäftigen wir uns auch damit, wie man die Hochschule, den Akademiebereich anders gestalten kann, andere Ideen einbringen kann, so ganz im Sinne des Mottos des Festivals Tales of Tomorrow, also wie man auch andere Geschichten erzählen kann, neue Ideen einbringen kann. Und deswegen sind wir hier heute zusammen und sprechen darüber, wie man im Bereich der Drittmittelforschung, Drittmittelvergabe, auch etwas anders gestalten kann. Damit genau, gehe ich mal erstmal wieder zurück. Genau, und bevor wir in den Vortrag starten, gibt es noch drei kleine Fragen, die wir so ein bisschen zur Einordnung vorbereitet haben. Ich würde jetzt mal die erste Frage in die Runde stellen. So, und zwar die erste Frage, haben Sie sich bereits um eine Freiraumförderung beworben? Da wäre es super, wenn Sie uns da einfach mal kurz sagen, ob Sie das Verfahren quasi kennen, ob Sie sich da schon drum beworben haben. Und wenn Sie das Verfahren nicht kennen, können Sie das natürlich auch angeben. So, ich warte mal kurz, bis alle geklickt haben. So, dann stoppe ich mal die Abstimmung. Dann kommt hier die nächste Frage. Und zwar wüssten wir dann gerne, wenn Sie das Verfahren kennen, wie zufrieden Sie dann mit diesem Verfahren waren. Müsste gleich kommen. Genau, wie zufrieden sind Sie mit dem Antragsverfahren von Freiraum? Dort können Sie angeben, in einer Range zwischen sehr zufrieden bis sehr unzufrieden oder ob Sie das Verfahren eben nicht kennen. Hilft uns auch noch mal ein bisschen Hintergrundinformationen zu bekommen. Okay, und dann folgt hier die letzte Frage.
Und die ist jetzt nochmal ganz interessant, weil wir tatsächlich auch dazu was im Vortrag sagen werden. Was schätzen Sie denn, wie teuer gesamtgesellschaftlich gesehen ein Freiraumverfahren wäre, wenn nicht eben alle Interessierten erstmal eine Projektskizze, sondern direkt einen Vollantrag einreichen könnten? Da wären wir auch um Einschätzungen dankbar. Okay. Gut. Vielen Dank. Dann sind wir mit dem Teil durch und ich würde direkt an dich übergeben, Sören, dass wir hiermit in den Vortrag starten. Alles klar, vielen Dank. Ja, genau, ich würde einmal damit beginnen, erstmal generell über Drittmittel zu sprechen. Was sind Drittmittel überhaupt und wie findet die Vergabe von Drittmitteln statt? Drittmittel, kann man grob sagen, sind alle Mittel, die über das Grundbudget der Ausstattung von Professoren, Professorinnen, aber auch Mitarbeiterinnen an den Universitäten hinausgehen. Und es sind Einwerbungen, die über Förderinstitutionen, Stiftungen stattfinden. Es funktioniert meist so, dass man, wenn man eine Idee für ein Forschungsprojekt hat oder ein Lehrprojekt hat, diese Idee skizziert, meist auf 15, 20 Seiten und dann diesen Antrag einreicht, um anschließend begutachtet zu werden und dann eine Zusage oder eine Absage zu bekommen für diese Drittmittel, also für diese Förderung, die sich dann meist über 2-3 Jahre hinzieht. Marike, du kannst einmal gerne weitermachen. Genau, und da gibt es verschiedene Vergabeverfahren, die sich so etabliert haben, wie entschieden wird, ob ein Antrag bewilligt wird oder nicht, also ob ein Antrag als exzellent bewertet wird oder nicht. Man kann da grob drei Verfahren unterscheiden, die ich hier mal aufgelistet habe. Das sogenannte One-Stage-Szenario, was man auch bei zum Beispiel der Deutschen Forschungsgemeinschaft findet, bei der Sachbeihilfe oder Einzelanträgen, wo jemand einen Antrag einreicht. Meist sind diese Anträge, wie ich schon gesagt habe, 15 bis 20 Seiten lang dauern teilweise Wochen bis Monate, bis diese Anträge erstellt werden. Dieser Antrag wird dann eingereicht bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und es gibt dann zwei Gutachten von unabhängigen Gutachtern, Gutachterinnen. Und am Ende wird in einem Fachgremium entschieden, ob der Antrag bewilligt wird oder nicht und das Forschungsprojekt durchgeführt werden kann. Ein anderes Verfahren, ein bisschen intensiver noch komplizierter, ist ein sogenannte Two-Stage-Szenario, wo am Anfang des Prozesses ebenfalls ein Antrag eingereicht wird, zusätzlich vielleicht noch eine kleine Synopsis des Forschungsvorhabens, wie das beispielsweise beim ESC Starting Grant der Fall ist, also beim European Research Council. Und dann gibt es nicht nur zwei Gutachten, sondern teilweise bis zu 10 Gutachten, wonach dann entschieden wird, ob jemand eingeladen wird, das Ganze auch noch einmal zu präsentieren, und zu verteidigen, diese Idee für ein Forschungsprojekt. Und da sitzen dann auch deutlich mehr Gutachter und Gutachterinnen, als es beispielsweise während des Gutachtens ist. Das können dann teilweise ganze Gremien sein von 10 bis 15 Personen. Und am Ende wird wieder entschieden, ob der Antrag bewilligt wird oder nicht. Und dann gibt es noch neuere, innovativere Verfahren, wie die sogenannte Tiebreaker Lottery, die vom Schweizerischen Nationalfonds oder auch von der Volkswagen-Stiftung in der Ausschreibung das Experiment eingesetzt werden. Ebenfalls wird ein Antrag eingereicht am Anfang, meist auf eine Ausschreibung hin. Und dann werden die besten, die am exzellentesten bewerteten Anträge werden direkt bewilligt. Aber es gibt dann auch einen größeren Teil von auch exzellent bewerteten Anträgen, die in eine Lotterie fließen und dann wird gelost, welcher von diesen Anträgen im Endeffekt bewilligt wird oder nicht. Hier wurde sozusagen schon darauf reagiert, dass man teilweise zwischen sehr gut bewerteten Anträgen nicht genug trennen kann und nicht sagen kann, welcher Antrag jetzt wirklich signifikant besser ist als ein anderer Antrag. Marike, du kannst gerne einmal noch einen Slide weitergehen. Genau, mit diesen Drittmittelvergabeverfahren einher gehen natürlich auch potenzielle Probleme oder auch Kritik, nämlich die Frage,
wie sind eigentlich die Kosten so eines Drittmittelvergabeverfahrens? Wie schauen die aus? Ich hatte schon gesagt, die Anträge sind teilweise 15 bis 20 Seiten, gehen über mehrere Wochen und Monate, werden sie erstellt. Es arbeiten auch nicht nur einzelne Personen an diesen Anträgen, sondern teilweise auch Gruppen von Personen. Wichtig ist zu wissen, dass bei diesen Verfahren, die ich eben vorgestellt habe, die Bewilligungsquoten teilweise unter 10% liegen, also teilweise über 90% der Anträge abgelehnt werden. Also hier enorme Kosten entstehen, auch für Anträge, die im Endeffekt nicht bewilligt werden. Das Gleiche gilt für die Gutachten. Für jeden Antrag werden mindestens 2, teilweise bis zu 10 Gutachten eingeholt. Das sind auch Kosten, gesamtgesellschaftliche Kosten, die natürlich einfließen oder die einberechnet werden müssen. Einmal weiter, bitte. Das nächste Thema, wo es auch sehr viele Überlegungen gibt, ist die Qualität. Wie kann man überhaupt die Qualität von solchen Drittmittelvergabeverfahren gewährleisten? Also wie kann man überhaupt auswählen, welcher Antrag hochqualitativ ist und welcher eher schlecht ist? Was sind da die Kriterien? Jetzt gibt es auch sehr viele Forschungsprojekte, so Meta-Science-Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen, was für Arten von Anträgen eigentlich gerade eingereicht werden. Sind es eher inkrementelle Arbeiten, sozusagen Anträge, die sehr nah an vorherigen Anträgen sind und nur ganz kleine Abweichungen zeigen, oder sind es auch disruptive Ideen? Und hier zeigt sich tendenziell in den letzten Jahren, dass die Disruptivität in solchen Anträgen doch deutlich zurückgegangen ist. Und der dritte Bereich, das sind Verzerrungen im Begutachtungsprozess, ein ganz wichtiges Thema, wo es auch sehr viel Forschung zu gibt. Also sind diese Verfahren eigentlich fair? Werden manche Fachbereiche gegenüber anderen Fachbereichen eventuell bevorzugt? Oder gibt es mehr Geld in einem Fachbereich als in einem anderen Fachbereich? Gibt es einen Institutionsbias? Also hat man vielleicht schon einen Vorteil, wenn man aus einer bestimmten Institution, von einer bestimmten Universität aus einen Antrag stellt? Oder vielleicht auch einen Nachteil? Dann gibt es Forschung zum Innovation Bias, dass sehr innovative Ideen tendenziell Nachteil haben oder häufiger abgelehnt werden. Und es gibt sehr viel Forschung natürlich zu dem Bereich des Bias bezüglich persönlicher Merkmale, also Benachteiligungen aufgrund der Kategorien Alter, Geschlecht, Herkunft oder vermuteter Herkunft und hierzu Benachteiligungen in der Auswahl von solchen Projekten. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich finde, oder mit dem wir uns auch auseinandergesetzt haben, ist die Selbstselektion. Also die Frage, wie kann es sein, dass manche Personen pro Jahr 10, 15, 20 Anträge einreichen und andere Personen nicht? Also liegt es nur daran, dass manche Personen so viele gute Ideen haben und andere keine Ideen haben? Oder gibt es auch strukturelle Bedingungen dafür, dass manche Personen sich nicht trauen, Anträge einzureichen oder keine Ressourcen haben, überhaupt über Monate einen Antrag zu schreiben und andere Personen sehr viele Ressourcen haben, sehr großen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Stamm haben, die auch Anträge vorbereiten und helfen. Genau, und da könntest du einmal zum nächsten Slide kommen. Und so wie du anfangs schon eingeleitet hattest, haben wir uns von der Open Science Initiative im letzten Jahr dazu Gedanken gemacht, wie man dieses Drittmittelvergabeverfahren umgestalten kann, um auf diese potenziellen Probleme einzugehen, und haben eine relativ radikalen Idee vorgeschlagen, eine Lottery sozusagen vorzuziehen. Wir sprechen da von Lottery First Approach oder Pre-Lottery Scenario. Das ist die Idee, dass wir am Anfang des Prozesses auslosen, wer überhaupt eingeladen wird, einen Vollantrag zu stellen. Und diese Idee ist dann gefolgt natürlich von einem Peer Review. Also die Personen, die gelost werden, werden natürlich einem kritischen Peer-Review-Verfahren unterzogen. Aber es ist die Idee, dass man hiermit vielleicht auf diese drei Themenbereiche der Kosten, der Qualität und auch der Benachteiligung reagieren kann. Und hierzu sind wir sehr froh, dass die Stiftung Innovation der Hochschullehre und mit dem Programm Freiraum diese Idee auch umgesetzt hat. Hier kommt schon erste kritische kleine Smiley, sehe ich gerade. danke für die Kommentare. Und dann gebe ich erstmal ab an Marike und werde nachher ein paar erste Daten zu der Begleitforschung präsentieren. Ich erstmal muten. Genau, danke Sören. Ich sage jetzt noch mal ein, zwei Worte zur Stiftung für alle, die uns noch nicht kennen.
Die Stiftung Innovation in der Hochschullehre wurde im November 2020 gegründet und mit Bundesmitteln ist unser Auftrag eben eine dauerhafte Unterstützung der qualitätsorientierten Weiterentwicklung von Studium und Lehre sicherzustellen. Und Cornelia Rauer hat es heute früh auch schon bei der Eröffnung gesagt, wir sind eben nicht nur dazu angehalten, laut unseres Auftrags Projekte mit zukunftsweisendem Charakter zu fördern, sondern eben auch daneben aus den Austausch und die Vernetzung der Community zu unterstützen und dann auch die Ergebnisse unserer geförderten Projekte und den Wissenstransfer dieser Ergebnisse für einen breiten Anwenderkreis zu organisieren. Genau. Was vielleicht auch noch mal ganz interessant ist, ist, dass wir im Grunde genommen 140 Millionen Euro pro Jahr ausschütten dürfen und zwar über drei verschiedene Förderlinien. Das ist einmal die strategisch-strukturelle Stärkung der Hochschulen, Förderlinie A, Förderlinie B ist eine aktuelle themenbezogene Förderung und Förderlinie C, die themenoffene Erprobung. Es ist jetzt so, dass wir ja erst 3 Jahre alt sind und dieses Portfolio noch nicht in Gänze etabliert ist. Also wir sind immer noch dabei, das anzubahnen und aufzubauen. Aber unten können Sie jetzt sehen, welche Ausschreibungen und Förderungen schon veröffentlicht sind, beziehungsweise auch welche Ausschreibungen schon laufen in der Förderung. Das ist natürlich einmal Hochschullehre durch Digitalisierung fördern, unsere erste große Ausschreibung, die läuft und die ja jetzt auch gerade verlängert wurde. Und dann haben wir auch schon, wie Sie sehen, 3 dieser Freiraumförderungen. Freiraum 25 ist jetzt gerade in der Begutachtung, also da ist der Förderstart noch nicht vorhanden, ist noch alles in der Vorbereitung. Und Freiraum ist eben in der Förderlinie C zu verorten. Und dazu auch nochmal gesagt, wir losen tatsächlich auch nur in Förderlinie C bei Freiraum. Also es ist nur eines unserer Verfahren, was wir haben, was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist. So, jetzt tatsächlich auch zum Freiraumverfahren. Ich habe gerade noch mal in die Abstimmung geguckt. Das ist so ein bisschen halb-halb, wie das Bewerbungsverhalten ist. Deshalb sage ich noch mal wirklich auch oder stelle ich das Verfahren auch noch mal vor, weil es da auch tatsächlich, wie wir gemerkt haben, kommunikativ viele Missverständnisse gibt. Darauf wirst du ja auch noch mal eingehen, Sören. Es ist so, dass Freiraum eine jährlich wiederkehrende Ausschreibung ist. Haben Sie ja auch gerade gesehen, dass schon 3 laufen bzw. in der Anbahnung sind. Und das ist ungefähr, also eine Förderung läuft 24 Monate. Das Projektvolumen, also pro Projekt bekommen die Projekte 400.000 Euro in Summe für die 24 Monate. Und die Zielgruppe sind Gestalterinnen der Lehre. Also es ist tatsächlich so, dass alle an deutschen Hochschulen hauptberuflich beschäftigten Personen, also staatliche und private Hochschulen, Projektideen entwickeln und auch Anträge einreichen können. Und da sehen Sie auch die Hausnummer, die dahinter steht. Das sind tatsächlich mehr als 280.000 potenzielle Antragstellerinnen. Und dazu kommt auch noch, dass es für diese Zielgruppe, wenn ich sie mal so nennen darf, bisher keine systematische Projektförderung gab, also das zumindest mit thematischer Offenheit. Das heißt, wir sind, als wir diese Förderung so thematisch offen aufgesetzt haben, mit dem Wissen dieser großen Anzahl an potenziellen Antragstellern natürlich auch davon ausgegangen, dass das Interesse an Freiraum sehr groß sein wird, als wir uns für das Losverfahren entschieden haben. Und wir haben dabei auch tatsächlich bei der Entwicklung des Verfahrens sind wir von ein paar Annahmen oder sozusagen Aspekten ausgegangen, die für uns auch wichtig sind in dieser Förderung, weil ich auch immer wieder in den vergangenen Jahren gehört habe, ja, warum führt ihr das dann nicht enger mit den Kriterien? Und es hat tatsächlich auch Gründe, warum wir das nicht enger führen, sondern das für diese breite Zielgruppe auch offen lassen wollen. Wir sind nämlich der Annahme, dass die Ideen für die Lösungen oder die Herausforderungen, die in der Hochschule, in der Lehre existieren, in der Community schon vorhanden sind. Das ist aber an Zeit, Raum und Ressourcen fehlt, diese weiterzuentwickeln und eben auch in die Institution zu bringen. Also Freiraum soll wirklich ganz gezielt einen großen Anwenderkreis ansprechen, weil eben wir denken, dass dort die Ideen weiterentwickelt werden können. Und eine Frage, die auch häufig kommt, ist, warum wir das nicht machen, dass es sozusagen limitierte Anzahl an Anträgen für die Hochschulen gibt, also dass die Hochschulleitungen entscheiden, welche Anträge eingereicht werden. Und auch da denken wir, dass das dann eher strukturkonservative Entscheidungen sind. Also das ist auch ein Vorfiltern der
der Anträge gibt, die wir eigentlich nicht wollen. Wir möchten, dass wirklich auch mal Anträge durchkommen, die vielleicht auch ein bisschen unbequem sind und neue Ansätze haben und die dann eben an der Hochschule auch eine Chance bekommen, weil sie bei uns ja erstmal auf fruchtbaren Boden fallen. So, hier sehen Sie jetzt mal ein paar Zahlen, also dass das Interesse an Freiraum groß sein würde, das hat sich bestätigt. Wir haben ja mit Freiraum 22 ein anderes Verfahren gehabt, aber hier ist es, also heute gehen wir ja besonders auf das Losverfahren ein und mit Freiraum 23 und Freiraum 25 können Sie sehen, dass diese Interessenbekundung, die bei uns der erste Schritt vor der Losung sind, also es wird eine kleine Projektskizze eingereicht, das zeige ich auch gleich nochmal, was da überhaupt eingereicht wird, dass wir im ersten Verfahren 4.596 Einreichungen hatten und jetzt in diesem Jahr über 6.000 und dass wir die dann eben auch bewerkstelligen müssen können. Ich gehe jetzt nämlich gleich mal auf die Herausforderungen ein. Und zwar ist es so, dass wir natürlich als Geschäftsstelle, vielleicht auch da nochmal ein paar Zahlen im Hintergrund, wir sind im Moment 45 Mitarbeitende in der Geschäftsstelle, in die Projektförderung, dass die Verfahren sozusagen administriert und betreut, sind wir 16 Personen und dann können Sie sich vorstellen, dass 6.000 Vollanträge da auch irgendwie bewerkstelligt, qualitätsgesichert werden müssen. Wir müssen natürlich auch im Rahmen der Antragstellung verfügbar sein. Also für die Geschäftsstelle war bei der Identifikation des richtigen Verfahrens zum einen natürlich die Prämisse gegeben, dass wir diese Qualitätssicherung und die formalen Anforderungen bewerkstelligen müssen können. Und für die Hochschulen wollten wir natürlich auch effiziente, transparente und planbare Verfahrensabläufe. Das heißt, wenn wir eine Ausschreibung veröffentlichen, dann geben wir auch immer den Zeitplan vor, der für die Hochschulen dann natürlich auch eine Planbarkeit und für die Antragstellenden eine Planbarkeit ermöglicht. Und der dritte Punkt, den wir auch tatsächlich als Herausforderung gesehen haben bei der möglichen Masse an Anträgen, die uns erreichen würden, den hat Sören Krach auch schon angemerkt, die Gutachten. Also wir haben ja nicht nur diese Interessenbekundung und losen dann, sondern es müssen natürlich auch zu den Vollanträgen dann drei Gutachten erstellt werden. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir tatsächlich 6.000 Vollanträge hätten, im Schnitt haben wir, also wir haben sozusagen drei Gutachten pro Antrag, dann hätten wir, wenn wir das hochrechnen, bei uns ist es so, dass viele eben sagen, mehr als 5 Gutachten kann ich nicht bewerkstelligen in der Begutachtung. Das heißt, wir reden davon, dass wir mehr als 3.000 Gutachtende bräuchten, um die Vollanträge dann, wenn wir 6.000 hätten, irgendwie umzusetzen. Das ist schon eine Hausnummer, da kommt man schon ins Grübeln, denke ich. Genau, hier sehen Sie jetzt nochmal die Maske. Also das Verfahren sieht so aus, dass wir kündigen das meistens so 4 bis 6 Wochen vorher an. Eigentlich ist es ja auch eine wiederkehrende Ausschreibung. Das heißt, alle, die dort schon mal aufmerksam geworden sind, wissen auch ungefähr, was der Zeithorizont ist. Und dann ist es eben so, dass in einem Zeitraum von 2 Wochen dieses Formular bei uns ausgefüllt wird im Förderportal. Es muss eine Projektskizze eingegeben werden mit 1.500 Zeichen und ein paar Angaben zur Person erfolgen. Und es ist so, dass wir formal das auch vorgeben, dass pro Person und pro Projektidee nur eine Interessenbekundung eingereicht werden kann. Und das ist auch etwas, was wir prüfen und wo wir eben auch genau hinschauen. Es ist so, dass diese Interessenbekundung, also der erste Verfahrensschritt, dort findet keine Begutachtung statt, aber es findet eine Qualitätssicherung durch die Geschäftsstelle statt, diese Interessenbekundung. Das heißt, wir prüfen, wie bei allen unseren Verfahrensschritten, die Einhaltung der formalen Kriterien, also unter anderem eben, ob eine Person einen Antrag oder eine Projektidee eingereicht hat und eben auch die Antragsberechtigung und weitere formale Kriterien. Und es ist auch so, dass im Rahmen der Begutachtung geschaut wird, ob diese Projektskizze inhaltlich auch mit dem Antrag übereinstimmt. Also da werden auch die Gutachtenden entsprechend gebrieft und angehalten, das auch zu berücksichtigen in der Begutachtung. Hier vielleicht nochmal ganz grob der Ablauf, weil ich auch gemerkt habe in der Vergangenheit, dass es da Irritationen gab. Also die Antragstellenden reichen diese sehr, sehr, sehr niedrigschwellige Interessenbekundung ein und dann prüft die Geschäftsstelle formal, dann losen wir aus, welche dieser vielen Interessenbekundungen, das sind 500 Plätze, einen Vollantrag stellen können. Also 500 Antragstellende dürfen dann einen Vollantrag stellen, weil das die Anzahl ist, die wir mit in der Geschäftsstelle und für die Begutachtung bewerkstelligen können. Und nach der Antragstellung, also die Vollanträge werden dann entsprechend nochmal formal geprüft. Auch hier nochmal eine Qualitätssicherung und gehen dann in die Begutachtung. Und an die Begutachtung schließt sich dann eben die Projektauswahl an.
Soweit zum Verfahren. Und jetzt gebe ich wieder an Sören ab, der erste Ergebnisse präsentieren wird. Ja, vielen Dank, Marike. Ich freue mich jetzt erstmal, dass wir erste Daten präsentieren können, um einmal kurz zu zeigen, wo wir uns befinden in diesem Zyklus. Wir sind aktuell am Ende der dritten Befragung angelangt. Ich werde heute Daten aber nur von der ersten Befragung vorstellen. Und es gibt auch eine Befragung der Reviewerin, die wir auch gerade vorbereiten. Einmal weiter, bitte. Genau. Vielleicht zunächst einmal die Daten, die ich jetzt präsentiere. Die sind natürlich in Kooperation mit der Open Science Initiative in Lübeck entstanden und auch mit dem Max-Planck-Institut für Gemeinschaftsgüter in Bonn mit Rima Maria Rachal. Deswegen vielen Dank an diese beteiligten Personen. Die ersten Daten, ich werde das jetzt relativ schnell durchgehen. Man kann sagen, dass ein Sechstel der Personen teilgenommen hat an der Befragung. Auswertbare Daten waren 888 Teilnehmende. Wundern Sie sich jetzt nicht über die unterschiedlichen Ends auf den Grafiken. Das liegt daran, dass man natürlich auch Fragen nicht beantworten musste, sondern auch überspringen konnte. Also auf der Ebene des Geschlechts sehen wir eine ganz gute Verteilung, die auch ungefähr der Gesamtheit der 6000 Anträge, Interessenbekundungen, also damit übereinstimmt. Ein paar mehr Personen, die sich als weiblich klassifiziert haben, haben teilgenommen, also ungefähr 55%. Im Alter sehen wir, dass der Durchschnitt ungefähr bei 40 bis 45 liegt, aber auch eine ganz gute Verteilung gibt über die verschiedenen Altersgruppen. Und einmal noch weiter, bitte. Bei den Berufsgruppen sehen wir, dass der größte Anteil interessanterweise der Teilnehmenden sich auf der Ebene der Professur, der W2-Professur oder ehemals C3-Professur befindet, ungefähr 25%. Aber auch Doktoranden, Personen aus dem Wissenschaftsmanagement, Postdocs, haben an dieser Interessenbekundung teilgenommen. Weitere Fragen zur Demografie, sind die Personen angestellt, die sich hier bewerben bei Freiraum 25? Der größte Teil an den Universitäten, also 60%, haben eine Anstellung an den Universitäten. Kleinerer Teil in Fachhochschulen, ungefähr 30%. Und dann noch ein paar einzelne Teilnehmende an sonstigen Hochschulen. Zur Fächerzugehörigkeit kann man sagen, auch ganz gut verteilt, wie ich finde. Ingenieurswissenschaften machen den größten oder haben die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Interessenbekundung, ungefähr 20%, aber auch Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften sind gut vertreten. Aber man sieht, dass es der Stiftung ganz gut gelungen ist, auch die verschiedenen Bereiche gut zu adressieren und aufzufordern, hier teilzunehmen. Im Anstellungsverhältnis haben wir auch kurz gefragt, arbeiten die Personen in Vollzeit oder Teilzeit? Hier sieht man, dass knapp 70-80% oder 75% eine Vollzeitanstellung haben. Als nächstes haben wir gefragt, wie die Vorerfahrung mit Anträgen ist. Also generell, wie weit haben die Personen, die hier sich beteiligen, schon Erfahrung mit Drittmittelanträgen gemacht. Das sind jetzt nicht nur Drittmittelanträge bezüglich der Lehre, sondern auch natürlich Forschungsprojekte. Und hier sehen wir, dass grob fünf erfolgreiche Drittmittelanträge pro Person in den letzten 5 Jahren eingeworben wurden. Das heißt also ungefähr ein erfolgreicher Antrag im Jahr pro Person. Man sieht, dass es auch ein paar Personen gibt, die sehr viel mehr erfolgreiche Anträge pro Jahr hatten. So im Mittel kommt man auf 5 Anträge in den letzten 5 Jahren. Wenn man dann nochmal genauer guckt, wie sind die Drittmitteleinwerbungen, also in Millionen Euro, und das aber jetzt nicht für die letzten 5 Jahre, sondern insgesamt, sieht man, dass das im Durchschnitt 1,2 Millionen Euro sind, die Interessenten und Interessentinnen an diesem Verfahren eingeworben haben, über ihre gesamte akademische Laufbahn. Da sind ein paar Personen, die 10 Millionen Euro und mehr, also deutlich mehr an Drittmitteln eingesammelt haben in ihrer Karriere.
und aber ein Großteil eigentlich auch eher weniger, also unter 350.000. Also der Median liegt bei 350.000 Euro an Drittmitteleinwerbung über die akademische Karriere hinweg. Wenn man das vergleicht, nochmal vielleicht einmal ganz kurz zurück, das Vergleich mit dem Statistischen Bundesamt, sieht man, dass so pro Jahr ungefähr 350.000 Euro eingeworben werden von einem Professor oder einer Professorin an deutschen Hochschulen. Kann man sich das angucken. Interessant ist, dass natürlich in unserem Sample bei den Teilnehmenden hier bei der Interessenbekundung natürlich auch Doktoranden, Doktorandinnen, Postdocs beteiligt waren, die natürlich noch nicht so viele Drittmittel eingeworben haben. Vielleicht ein Professor oder Professorin an einer deutschen Universität. Okay, dann einmal zum nächsten Slide. Als nächstes haben wir gefragt, wie wird eigentlich das ganze Freiraumverfahren gesehen? Wie zufrieden sind die Teilnehmenden mit dem Verfahren? Hier sehen wir, dass es eigentlich ein sehr guter Wert ist, sehr positiv überrascht. Dieses Verfahren wird angenommen. Wenn man sich anguckt von 0 bis 100, wobei 100 sozusagen absolute Zufriedenheit ist, sehen wir, dass der Durchschnitt bei 65% ist. Also ist ein sehr positives Feedback. Einmal zum nächsten Slide. Als nächstes haben wir gefragt, wenn man jetzt das klassische Verfahren, wie es beispielsweise bei der DFG oder auch beim European Research Council, wenn man das gegenüberstellt, also ein klassisches Peer-Review, wo man direkt einen Vollantrag einreicht, dann aber vielleicht eine Bewilligungsquote von 10% hat und das gegenüberstellt zu diesem Losverfahren mit anschließendem Peer-Review, wie es bei Freiraum 25 umgesetzt wird, sehen wir eine ganz gute Verteilung, sehen wir, dass es sowohl eine Hälfte gibt von Personen, die eigentlich das klassische Verfahren bevorzugt, aber auch eine andere Hälfte, die sagt, ja, also dieses Losverfahren plus Peer-Review ist eigentlich die präferierte Lösung oder ein präferiertes Verfahren. Und dann haben wir schließlich noch gefragt, wie die Präferenz ist bezüglich persönlichem Aufwand, persönlichen Chancen, Fairness oder auch der Qualität der Anträge. Da sehen wir, dass hinsichtlich des persönlichen Aufwands das Losverfahren und Peer Review klar überlegen ist, wenn man halt nur diese kurze Interessenbekundung schreiben muss und danach dann weiß, ob man eingeladen wird oder nicht. Gegenüber dem klassischen Verfahren, den persönlichen Chancen, der Fairness und der Qualität der Anträge überwiegt eher sozusagen das klassische Peer-Review-Verfahren. Das ist für mich interessant und können wir vielleicht auch nachher zusammen diskutieren, wieso die Fairness oder die persönlichen Chancen hier höher eingeschätzt werden, wo es doch relativ viel Forschung auch dazu gibt, inwieweit das klassische Peer-Review-Verfahren bestimmten Verzerrungen unterliegt. Aber das können wir gerne nachher diskutieren. Aber zum nächsten Slide, bitte. Dann haben wir nochmal gefragt, inwieweit generell von den Beteiligten eine Interessenbekundung gefolgt von einer Lotterie und einem Peer-Review-Verfahren als eine sinnvolle Ergänzung in der Drittmittelvergabe gesehen wird. Und da sehen wir, dass das eigentlich eine ganz gute Zustimmung ist, also eine recht schiefe Verteilung. Also die Mehrheit sieht das schon als eine sehr sinnvolle Ergänzung an. Einmal noch zum nächsten Slide. Kann ich jetzt recht schnell, glaube ich, mal so drüber gehen. Hier sieht man links vor dem Los die Einstellung zu dem Verfahren. Das hatte ich auch schon gezeigt. Und dann nach dem Los, das ist sozusagen die individuelle Veränderung der Bewertung des Losverfahrens oder also dieses Verfahrens versus des klassischen Peer Reviews nach dem Los. Und hier sieht man, dass die Personen, die gelost werden, es danach etwas besser finden, das Verfahren, die Personen, die nicht gelost werden, es etwas schlechter finden. Aber hier sieht man auch, wenn man sich dann diese individuellen Veränderungen anguckt, dass es Personen gibt, die das Verfahren vorher eher negativ bewertet haben und es anschließend sehr positiv bewerten und andersrum. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen genauer reingucken. Aber das sind erstmal sehr spannende Daten für uns. Genau, dann komme ich jetzt zu den Problemen, potenziellen Problemen, die ich anfangs schon genannt habe. Das waren sozusagen Kosten, Qualität und auch Benachteiligung und Verzerrung. Zum Thema Qualität können wir aktuell noch nichts sagen. Wir haben keine Daten oder keine Informationen darüber, wie die Qualität der Anträge ist. Aber das ist sicherlich ein Thema, mit dem wir uns dann auch in Zukunft beschäftigen werden. Zum Thema der Benachteiligung. Wir haben hier gefragt, inwieweit die beteiligten Personen
Nachteil aufgrund mangelnder persönlicher Ressourcen haben im Vergleich zu anderen Personen ihrer Statusgruppe und das innerhalb ihrer akademischen Laufbahn. Und hier sehen wir, dass es ja schon sehr viele Personen gibt, die keinerlei Nachteile haben, also bezüglich zum Beispiel Betreuung von Kindern oder Angehörigen oder sprachliche Barrieren haben und aufgrund dessen vielleicht persönliche Nachteile erfahren haben. Aber es gibt auch einige Personen, die hier angeben, benachteiligt zu sein oder sehr stark benachteiligt zu sein. Die nächste Folie. Genau, und das Gleiche haben wir dann nochmal gefragt, ob es auch Benachteiligungserfahrungen gibt auf institutioneller Ebene, also ob Personen vielleicht aufgrund von der Universität oder von Vorgesetzten unterschiedlich unterstützt wurden oder mangelnde Unterstützung erfahren haben. Auch hier sehen wir so eine ähnliche Verteilung. Es gibt viele Personen, die sagen, wir haben keine Benachteiligungen erfahren. Aber es gibt auch Personen, die Benachteiligungen erfahren haben. Und für uns ist jetzt sozusagen im nächsten Schritt auch spannend, diese Parameter zusammenzubringen mit der Bewertung von dem Verfahren. Dazu habe ich jetzt aktuell noch keine Daten oder keine Slides, aber das sind sicherlich dann die nächsten Schritte, die wir verfolgen werden. Und dann, ja, das spannende Thema der Kosten. Marie Grote hat es ja schon angesprochen. Und wir haben ja auch am Anfang gefragt, was Sie schätzen, wie hoch die Kosten sind. Sehen Sie unten schon die Gesamtkosten, sozusagen das Ergebnis ist schon verraten. Ich versuche das nochmal kurz aufzudröseln. Also wenn man davon ausgeht, also wir haben bei der Lotterie, bei dem Lotterieverfahren im Freiraum 25 500 Vollanträge. Wir haben diese Personen befragt, nach dem Erstellen der Vollanträge, wie viel Zeit sie investiert haben, sie alleine, aber auch wie viel Unterstützung sie bekommen haben von anderen Personen. Wenn man das alles zusammenrechnet für diese 500 Vollanträge plus die Interessenbekundung, kommt man auf einen gesamtgesellschaftlichen Wert von ungefähr 4 Millionen Euro. Also alleine diese Vorbereitung dieser 500 Vollanträge und Interessenbekundung kostet schon einmal 4 Millionen Euro, grob geschätzt. Und da kommen natürlich noch hinzu die Gutachten, die erstellt werden müssen. Marie Grote hatte es vorhin gesagt, drei Gutachten pro Antrag. Wenn man das alles addiert, ist man ungefähr bei 4 Millionen Euro für dieses Verfahren. Wenn man jetzt die Personen nimmt, die bei uns gesagt haben, die hätten auch einen Vollantrag eingereicht, wenn keine Lotterie vorgeschaltet gewesen wäre, das sind ungefähr 70%. Und diese 70% von den 6.000 nur nimmt, also nicht alle 6.000, wenn man nicht annimmt, dass alle 6.000 einen Vollantrag eingereicht hätten, sondern nur diese 70%, sind das immerhin noch 4.200 Vollanträge. Und wenn man das hochrechnet mit den gleichen Parametern, wie ich eben gerade für die Lotterie gerechnet habe, dann kommen wir auf einen Wert von 14 Millionen Euro. Und der wird auch nochmal deutlich erhöht, dadurch, dass die Gutachten natürlich noch viel stärker ins Gewicht fallen. Viel mehr Gutachten erstellt werden müssen. Marike Rother hatte schon gesagt, wir bräuchten fast 2.000 bis 3.000 Gutachter, Gutachterinnen. Man käme so auf einen Insgesamtwert von fast 15 Millionen Euro, den es alleine braucht, um diese Anträge zu stellen, und dann zu einer Entscheidung zu kommen. Und hier sind jetzt die administrativen Kosten noch nicht eingerechnet. Also das muss man vielleicht auch noch im Kopf behalten, dass natürlich so ein Verfahren über mehrere Jahre sich zieht, hunderte, tausende E-Mails beantwortet werden müssen und hierfür natürlich auch Personal benötigt wird. Also diese Kosten sind jetzt hier noch nicht inkludiert. Die kann man eigentlich noch obendrauf setzen. So, dann komme ich, glaube ich, zu den letzten Slides. Wir haben am Ende auch noch eine qualitative Umfrage gemacht oder die Möglichkeit offen gelassen, das Verfahren zu bewerten, noch eine Rückmeldung zu geben. Und hier sehen wir, dass sehr viele Personen sehr positiv reagiert haben, das Verfahren gelobt haben, obwohl sie teilweise ausgeschieden sind, gesagt haben, wir sollen weiter so machen, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Erweiterung. Wie dieses untere Beispiel auch zeigt, dass es vielleicht auch eine Möglichkeit ist, unkonventionelle Projekte einmal vorzuschlagen. Aber die Bewilligungsquote, nachdem man gelost wurde, deutlich höher ist und man dann vielleicht auch sich traut, disruptivere oder innovativere unkonventionelle Projekte zu initiieren. Dann als nächstes gab es natürlich auch viel Kritik in diesen Rückmeldungs- oder in den Kommentarfeldern.
Es wurde uns vorgeworfen, dass jetzt die Chance 0% ist, weil man nicht gelost wurde. Oder dass, ja, dass jemand, der eine geniale Idee hatte für ein Lehrprojekt, jetzt überhaupt nichts hinzukommt und gar keine Chance bekommt. Einmal das nächste, bitte. Und dann gab es auch Personen, bei denen, und das ist auch für uns eine wichtige Rückmeldung, wo nicht klar geworden ist, wie überhaupt das Verfahren läuft, also wo einfach ein Missverständnis auch vorliegt. Natürlich werden die Gelder nicht verlost. Das handelt sich nicht um eine Verlosung von Geldern, sondern es handelt von einer Verlosung des Zugangs dazu, überhaupt einen Antrag zu stellen, der dann begutachtet wird und danach wird dann entschieden. Also es findet jetzt keine Verlosung von Geldern statt. Genau, also das waren auch interessante Rückmeldungen, weil wir dadurch auch nochmal die Informationen bekommen haben, wie man sozusagen die Kommunikation auch verbessern kann. Und als letztes gab es auch noch konstruktive Kritik, also zum Beispiel den Vorschlag, die Losverfahren zu erweitern, um eine Quotierung von Hochschulen oder innerhalb von Hochschulen, aber halt auch noch genauer darauf zu achten, dass nicht manche oder große Gruppen einfach alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu anregen, ihr Los in die Trommel zu werfen, um dann am Ende höhere Chancen zu haben. Also dass man auch hier noch genauer kommunizieren muss, wie eigentlich gelost wird oder wie vielleicht auch dafür korrigiert wird, dass manche Personen hier einfach mehr Lose sozusagen reinschmeißen in die Trommel. Gut, und ich glaube, damit bin ich jetzt erstmal am Ende und gebe dich weiter, Marike. Genau, vielen Dank, Sören. Ich komme jetzt nochmal zum Ausblick bzw. zur Zusammenfassung, was wir jetzt daraus mitnehmen. Also es ist für uns natürlich auch spannend, gerade diese Erkenntnis mit der Kommunikation, was du zuletzt ausgeführt hast. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass wir jetzt auch das erste Feedback haben, dass das Freiraumverfahren insgesamt positiv gesehen wird, dass tatsächlich so 50% der Teilnehmer in eine Erweiterung um das Losverfahren bei den klassischen Verfahren sozusagen präferieren. Und auch wir sind weiterhin davon überzeugt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Natürlich sind wir noch relativ jung als Stiftung. Auch wir lernen weiterhin dazu und gucken natürlich auch, welche Stellschrauben da noch in Zukunft für uns sinnvoll sind und auch für die Community. Aber das sozusagen muss man nochmal zusammenfassend festhalten. Das Losverfahren ist ressourcenschonend für alle Beteiligten, also nicht nur für uns als Geschäftsstelle, sondern auch gerade für die Hochschulen. Also uns war es auch wichtig, ein Verfahren zu etablieren, was eben auch bei unseren Antragstellenden nicht so viel Aufwand generiert und für die Gutachtenden, die das ja auch für uns freiwillig machen. Dann, da hattest du es auch gerade gesagt, Sören, die Fördermittel werden nicht verlost, sondern das Losverfahren reguliert den Zugang zum Vollantrag und es findet auch im Verfahren an mehreren Punkten alle Qualitätssicherung statt und die Vollanträge werden dann auch in einem klassischen Begutachtungsverfahren bewertet. Alles in allem, das war auch gerade deine Zusammenfassung zum Schluss, wir haben sicherlich noch einen Auftrag, was die Kommunikation zum Verfahren angeht, denn das ist eigentlich der wichtigste Aspekt auch für die Akzeptanz des Verfahrens. Also wir haben in der Vergangenheit schon gemerkt, und da war ja auch ein, zwei Kommentare dabei, die sehr emotional waren, dass das Verfahren durchaus auch kritisch gesehen wird und da auch viel Emotionalität drin ist. Da kann man sicherlich auch nochmal drüber diskutieren, warum das so ist, aber ich denke auch viel hat damit zu tun, dass viele nicht verstanden haben, wie tatsächlich das Verfahren im Grunde genommen aufgesetzt ist. Genau, das vielleicht erstmal von uns. Ich würde jetzt nochmal auf die nächste Folie gehen, wo Sören Krach nochmal ein paar Quellen beigefügt hat. Ich weiß nicht, Sören, ob du dazu nochmal was sagen willst. Wir halten das ja hier auch für die Nachwelt fest. Da kann sich jeder ja nochmal auf Pause-Taste drücken und sich da Artikel raussuchen, die für ihn oder sie spannend sind.